wenn man in der Nähe von Gegnern ist und man tut sich eine längere Zeit nicht abschießen oder so, wahrscheinlich wird es dann so erkannt, dass man ein Team gebildet hat. Was ist das? Oh, ich habe eine Granate. Die erste Granate. So, erinnert mich dran, wenn ich jemanden sehe. Nicht mit Dauer. Mit Dauerfeuer. Und wenn einer in der Nähe ist, muss man ein bisschen leiser sein. Weil man kann sich schön an den Schritten orientieren. Wahrscheinlich bin ich gleich tot. Wenn man ziemlich nah an Gegenständen vorbeiläuft, dann ruckelt es noch ganz schön. Wir vielleicht mal aufs Dach gehen? Hier hoch für einen besseren Überblick. Der Nachteil ist, man wird natürlich auch eher entdeckt und abgeschossen. Vorne rennt einer. Hier wird gemetzelt. Vielleicht können wir was abstauben. Da hinten drin. Ja, das ganze Spiel erinnert auch ein wenig sehr an die Tribute von Panem. Man wird in eine riesige Welt rausgelassen und ja, der Letzte überlebt. Ist bestimmt da drin, der liegt hier da bestimmt irgendwo. Kann ich die Granate werfen? Da rein. Nein. Meine zweite Waffe noch. Da habe ich auch ein bisschen mehr Munition für. Nehmen wir erstmal die zweite. Wie gut oder wie schlecht jetzt eine Waffe ist, das ist auch noch ein bisschen schwer zu beurteilen. Da steht einer hinter der Wand. Wow, damn, Daniel. Ja, irgendwie haben wir nicht so viel Schaden gemacht. Der hat ja noch ziemlich viel. Ja. 38. Platz. Ja, schade, war wieder nichts geworden. Ist auch anscheinend gar nicht so einfach jetzt, ne? Wenn man mal so schaut. Es gab jetzt auch wieder keine Coins. Weiß auch nicht, woran das jetzt liegt. Also hier sieht man, da hier oben rechts, gibt es Punkte für Kills und Damage
Survivor-Bonus, 10 Spieler getötet, 25 Spieler getötet oder 10 Headshots. Gibt nochmal so Bonuspunkte. Ab wann es jetzt genau Coins gibt, ist schwer zu sagen. Vielleicht, wenn man so mehr als die Hälfte überlebt. Ab da vielleicht, so in dem Dreh. Keine Ahnung. Ich würde gerne mal Haare. Boah, das, also, ich habe jetzt bis jetzt 10 Coins gekriegt, ne? Was das hier alles an Coins kostet, da kann man schon ein bisschen spielen, würde ich sagen. Also, machen wir noch ein Spiel. Einer geht noch, einer geht noch neu. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hoffentlich haben wir wieder Glück und kommen wieder in eine Lobby, die schon voll ist, Zeit schon runterläuft. Das geht ein bisschen schneller. Oh, die Pumpgun ist schon nicht schlecht, ne? Damit wurde ich jetzt zweimal weggeholt. Macht viel Schaden. Jawohl, hier, schaut euch das mal an. 1,30. Ist gerade gesprungen ein bisschen. Sau gut. Ja, so könnte es immer gehen, ne? So schnell in der Lobby, da muss man auch nicht so lange warten. Ich schätze mal hier auf der Tankstelle. Auf dem Dach ist allgemeiner Treffpunkt. Ach, guck mal hier, die machen Backflips. Ui. Voll am Abrocken. Also, ich habe jetzt mal, wenn man überlegt, was die Sachen kosten an Coins, dann haben hier schon ein paar, haben hier schon gut gespielt, würde ich mal sagen. Oder sie haben sich halt schon Packs geholt. Oh, das Geräusch ist so geil, ne? So, es geht los, es geht los, es geht los. Das Überleben beginnt. Jawohl, wieder in der Nähe von einem Zelt. Das ist optimal. Irgendwo eine gute Waffe finden. Jawohl. Jawohl, jawohl. Jetzt Munition. Painkillers. Für was auch immer die gut sind. Da draußen lag Munition. Jawohl, jawohl. Schutzschild. Oh, das hätte ich vorhin aufbauen müssen. Damn. Stimmt. Als ich da in dem Haus war, hätte ich das schön aufbauen können. Was sagt die Map? Wo bin ich? Hier hinten. Ich laufe mal ein bisschen schneller. Also das Vorsichtig hat jetzt nicht so gut funktioniert. Jetzt machen wir mal ein bisschen mehr den John Rambo. Ob das besser geht. Mal die Waffe machen wir weg, dann nehmen wir die für. Schauen wir mal, was wir noch so kriegen. Painkiller, Painkiller. Oh, hier. Jawohl. Was ist das? Magazin. Was sind das eigentlich für ein Teil? Schauen wir uns jetzt mal an.
Aber dann laufen wir vielleicht nicht rein besser. Nicht, dass wir sterben oder so. Ist das die Mitte von der Map? Nee. Nee. Ist ja irgendwo am Rand. Okay. Wo laufen wir denn hin? Komm, wir laufen mal irgendwo hier mittig. Hier. Da laufen wir jetzt mal hin. Hier die Richtung ist das. Gucken wir mal, wie wir so begegnen. Hoffentlich holen wir mal ein paar. So, mein erstes Ziel wäre mal, drei zu töten, bevor wir sterben. Das würde ich schon gern mal. So, ein kleines Erfolgserlebnis. Wie ist hier die Zielvorrichtung? So viel geben die sich ja nicht, ne? Sieht genau gleich aus. Fast genau gleich. Hier ist noch ein Zelt. Mal umdrehen. Dass keiner von hinten kommt. Von der Seite. Pistole. Brauchen wir jetzt nicht. Schilder kann man anscheinend ein paar mitnehmen. Munition, Munition. Das ist doch der richtige Weg, oder? Ja, da lang. Immer noch geradeaus. Guck mal, jetzt sterben sie aber gerade gut, hey. Schauen wir mal. Also wenn wir jetzt wieder über die 25 kommen. Als letzte Überlebende. Und es gibt wieder Coins. Dann wissen wir Bescheid. Also man muss dann anscheinend für Coins bestimmte Anzahl überleben. Um dafür was zu bekommen. Straße runter gucken. Weiter geht's. Aber es sind mehrere, ne? Also, da ist auch noch eins. Dahinter habe ich auch gerade. Nein. Nein. Ach hier, da. Rechts, links. Ist noch eins. Ich gucke jetzt wieder nur in den Himmel. Mal die Umgebung abchecken. Fehlt so ein bisschen wie in DayZ, dass wenn man zum Beispiel Alt gedrückt hält, dass man sich so während dem Laufen auch so ein bisschen seitlich nach hinten weggucken kann. Dann kann man nämlich rennen und kann vielleicht noch abchecken, ob hinter einem einer rennt und muss sich extra nicht dafür so umdrehen. Ich mach's aber, weil beim ersten Mal spielen wurde ich auch so weggehauen von hinten, weil ich einfach nicht drauf geachtet habe. Fünfundzwanzig Spieler noch übrig. Das heißt, 26. Platz. Jetzt 24. 25. Jawohl. What the fuck, wo bist du? Wo ist der? Auf mich geschossen. Boah, ey, ich habe ja gar nichts geholt, ey. Oh mein Gott. Was ein Abfuck. Ich hab auch gedacht, die halten ein bisschen mehr aus, die Dinger. Die sind ganz schön schnell kaputt gegangen. Ja. Aber wir haben wieder Coins gekriegt. Das heißt, wenn man so scheiße ist wie ich, einfach irgendwo in die Ecke legen und überleben.
Ich find's doof, warum werde ich denn so weggeballert? Kann doch nicht sein, dass ich so schlecht bin. Beziehungsweise ich keinen Schaden mache. Wir probieren es nochmal. Einmal, ich probiere es nochmal und bevor ich jetzt wieder meine Pause mache, so eine kleine Spielpause. Und das probieren wir jetzt noch einmal. Weiß gar nicht, wie lange ich schon aufwähle. Hab jetzt wieder nicht drauf geachtet. Ich muss mir unbedingt mal ein anderes Programm, glaube ich, oder so zulegen. Oder ja, in der Einstellung, man kann es irgendwo nicht einstellen, dass man die Zeit irgendwie sieht. Das stört mich ein bisschen, weil ich vergesse immer auf die Uhr zu gucken. Alzheimer ist da. Da, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Das ist wieder doof. Muss hier drauf. Oh. Insekten. Insektenschutz. So, alle wieder ab zur Tankstelle. Ach, mich nervt das, ey. Sag mal. Dass ich da hier... Ist das so schwer? Nee, das ist doch nicht so schwer. Es sind wahrscheinlich schon einige dabei, die suchten das Spiel hier. Ich würde auch gerne mal so ein bisschen suchten. Aber... jetzt war noch viel zu arbeiten gewesen. Jetzt ist erstmal Weihnachtszeit, ganzen Familienkram. Ja, dauert natürlich jetzt ein bisschen noch, bis ich spielen kann. Ich werde vielleicht mal, also mir gefällt das Spiel echt gut. Ich werde es wahrscheinlich mal auch so spielen, ohne auf... Oh, oh, jetzt, hallo. Jetzt geht's. Ich werde es wahrscheinlich auch mal spielen, ohne aufzunehmen. Einfach für mich noch ein bisschen. Und ja, vielleicht bin ich dann auch noch mal eine Ecke besser, bis es soweit ist. Bis ich wieder aufnehme, dann habt ihr auch ein bisschen mehr was. Oh, ach, da geht's hoch. Da habt ihr dann auch ein bisschen mehr was zu sehen, als nur sterbende Charaktere. Sterbende Vladimirs. Nein. Ich will den Penis lutschen. Komm her. Oh. Ich will den nicht. Ah ja. Genieß die Show, mein Freund. Also bitte alle Kinder, die jetzt zuschauen, weggucken. Das ist kranke, perverse Scheiße, die hier passiert. Oh, oh, oh. Techno, 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 Techno. Batz, Batz, Batz. Ich will auch mein Aussehen verändern. Warum haben die alle schon so coole Sachen? Ich will auch coole Sachen. Und ich will meinen Tanzmove. Mein Dab. 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 Das ist ja lustig. Das ist so lustig. Leute, das ist so lustig. Ich will auch gewinnen. Ich will besser werden. Unser Schiff soll schöner werden. Unser Schiff soll schöner werden. Rettet die Wale. Findet Nemo. SpongeBob. Mann. Was ist? Weißt du, es ist auch ganz gut, dass es noch keinen Ton gibt. Wenn die Leute sich hier zuflamen und sich beleidigen. Das sind nämlich so typische Spiele, die von so Spielern heimgesucht werden. So weit springen tut er aber auch nicht.
voll langsam, wenn er springt. Go, go, Gadget Mobil. Chuck. Ah, du, ich hau auf der Schnauze. So, also Haare gibt's ja nur die hier. Charaktere gibt's nur den Vladimir. Was ist denn sowas, was man sich denn als erstes kaufen kann? Eine Maske. Faceplace. Das hat so ein bisschen was Schweigen der Lämmer mäßiges. Das ist natürlich auch cool. Also Auswahl gibt's schon viel. Das passt zum Pulli. Oh, das sieht so ein bisschen Deadpool-mäßig aus, oder? So eine Billigmaske von Deadpool. Es geht gleich los. Oh, das sieht aber auch cool aus. Oh, ich glaube, ich kaufe mir die. Und dann kaufe ich mir so das passende außenrum dazu. Oh, ich muss raus. Es geht los. Ich habe gedacht, man fliegt automatisch aus dem Bildschirm raus, wenn es losgeht. Aber anscheinend nicht. Ist das eine Blendgranate? Eine Taktike? Taktische Blendgranate? Munition hier. Jawohl. So. Gut, dann laufen wir wieder in die Mitte, oder? Boah. Nee, laufen wir hier durch den Ort. Gucken wir mal, wenn wir jemanden mitnehmen. Ist da jetzt einer gestorben? Ohne Grund? Bestimmt irgendwo runtergefallen. Das letzte Mal bin ich auch mit einem ziemlich nah beieinander gespawnt. Der war aber schneller im Haus als ich. Ich habe gedacht, ach komm, wir prügeln uns mal. Dann war der aber schneller im Haus als ich und hatte direkt eine Waffe. Ja, da war es dann auch schon wieder aus. Da hinten rennt einer. Wird geschossen. Ach, hier gibt es schon eine bessere Schild. Das ist jetzt Iron Schild. Die halten wahrscheinlich schon, jetzt schon ein bisschen mehr aus. Wie ist denn die Präzision, wenn man nicht zielt? Mich mal interessieren. Aber ich kann jetzt auch nicht mal so einen Probeschuss machen. Dann wissen die sofort, wo ich bin. Da hinten wird geschossen. Wo ist er? Alter, wo war der denn? Ey, Mann. Wo war der denn bitte? Ich hab den gar nicht gesehen. Oh, Mann. Gut. Login. Ich habe natürlich wieder keine Coins, doch? Nein. 200 haben wir jetzt. Also, was kosten die Maske, die ich gesehen habe? Die fand ich geil. Ja, man, die. 2500 Coins. Holy crap. Oh, die sieht schon geil aus. Ich
Schade, dass man den Charakter nicht drehen kann. Oh, das Ding sieht geil aus. Das gefällt mir gut. Dann vielleicht noch hier. Was kann man dazu holen? Das rote, nein. Auch hier ist. Ja, mal, guck mal, das ist doch bestimmt das passende Ding dazu. Oh, wie geil ist das denn? Aber das braucht so viele, ganz schön viele Punkte. Jawohl. Da müssen wir noch ein bisschen spielen, ne? Was das angeht. Naja, okay. Dann mache ich jetzt hier erstmal Schluss. Und dann sehen wir uns dann, wenn es weitergeht. Ich lasse euch nochmal das Bild zum Abschluss. Aber klaut mir nicht die Maske, weil ich finde die geil. Damit will nur ich rumlaufen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hadi, ciao.